Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger, all that ever, ever, after our work is never over. So, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video heute mal mit dem Graskopf 2500 genau. Mal wieder. Und ja, was machen wir heute? Wir machen Fahrschule. Ja. Fahrschule. Fahrschule. Ich habe ja schon bestanden meine Fahrpraxis. Ich habe meinen Lappen, meinen Führerschein, bin schon rumgefahren. Aber der Max, der ist ja mit drin. Der hat gesagt, dann nimmt er mal ja, ich habe nämlich irgendwann mal dann Theorieprüfung. Was los? Ach so, okay. Mein Firefox abgestürzt. Oh, naja, gut. Also fangen wir mal an. Wir machen eine normale Prüfung. Sonst wäre es ja lang. Ja, langweilig. Ja, wir nehmen natürlich das. Und dann würde ich mal sagen, geht's auch schon los. So, welche Fehler machen... Welche Fehler machen das Überholen auch auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich? Gucken wir mal. Ja. Soll ich die Antwortmöglichkeiten immer vorlesen? Dann machen wir das irgendwie so ein bisschen spannender. Ja, ich glaube auch. Okay, also... der eigene Überholweg wird zu lang eingeschätzt. Der eigene Überholweg wird zu kurz eingeschätzt. Oder die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs wird zu groß eingeschätzt. Also, ich würde mal sagen, oben und unten wäre schon mal ganz gut, oder? Ja, das ist schon mal ganz gut, ja. Ja, und der eigene Überholweg wird auch zu kurz eingeschätzt, würde ich genauso sagen. Warte mal. Warte, so ist richtig. Ja, ich meine mich auch. So ist es richtig. Ja, genau so, so ist es. So muss ja, es sein. Ja, so muss so. Es sein. Genau so. Ich lese immer oben und ja gut, und du liest dann immer die Antworten, genau. Was müssen Sie in dieser Situation beachten? Ja, der Bus hat Warnblink an. Sie dürfen nur vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist. In keinem Fall vorbeifahren oder nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Ich würde sagen. Ja, das ist richtig, das ist richtig, kann ich schon gut, mal sagen. Auf zur nächsten Runde. Wann kann das Verhalten der Radfahrerin für Sie gefährlich werden? Wenn die Radfahrerin auf die Fahrbahn überwechselt oder auf den Verkehr zu achten, am Ende des Radwegs anhält oder unerlaubt auf dem Gehweg weiterfährt. Okay, ach nee. Gut, also ich würde sagen, das Erste. Ja, schon mal richtig. Gut, geht's weiter. Das war es dann nämlich auch schon, glaube ich, für diese Gewinner. So, in einem Wohngebiet rollt ein Ball vor Ihr Fahrzeug. Wie müssen Sie reagieren? Ja, bremsen, weiterfahren oder ausweichen? Ich glaube, da ist nur Bremsen angesagt. Ich glaube auch. Ja. Weil ausweichen, naja, ich weiß ja nie, ob du gleich mal... Du kannst das Kind ja dann auch nochmal umfahren, wenn du ja, ausweichst, eben. Ne? Das wäre nicht so sinnig. Wir bleiben, ja, genau. bei Bremsen und ja. Blut und Asche und weiß ich nicht was zu, um das zu verhindern. So, Sie fahren auf einer neu angelegten Straße durch bewaldetes Gebiet. Womit müssten Sie oder müssen Sie da eben rechnen? Ja, wild überquert unerwartet die Fahrbahn. Auf neu angelegten Straßen sind Wildunfälle nicht zu erwarten. Oder mit einem Hindernis durch ein Bild. Okay, also, ich habe hier so einen richtig geilen Antwortenleser. So, auf neu... Ja, danke. bitte. Auf neu angelegten Straßen sind Wildunfälle nicht zu erwarten. Naja, also mit einem Hindernis durch einen Wildunfall. Auf jeden Fall das auch noch. Also ankreuzt. Die Mitte nicht, das ist schon mal klar. Nein, auf keinen Fall. Weil das ist ja klar, da kann immer ein Bild dazwischen laufen. So, gut, womit müssen Sie denn rechnen? Klickst du mal bitte oben auf das Fenster von dem Power Teacher. Oben. Was meinst du? Oh, nix, ist okay. Ist egal. Ist egal, ist gut, lass es lieber. Naja, sieht man halt ein bisschen unten vielleicht noch die Leiste. Ich kann das auch noch wegschneiden, das ist okay, Problem. Ja, das ist auch okay. So, womit, also... womit müssen Sie eben rechnen? Der Bus fährt plötzlich rückwärts, Personen überqueren vor dem Bus die Straße, Personen rennen von links über die Straße um den Bus. Okay,
Also ich würde sagen, die beiden sind Ja, richtig. ist schon mal schick. Ja, Total ist schick, würde richtig. ich sagen. Gut, Rückwärts fährt er natürlich nicht, weil der hat ja gar keinen Rückwärtslichter. da, Oder das ist, das ist Rückfahrtlicht. natürlich allen, denke ich mal, hier so bewusst. Aber es ist natürlich schön Jawohl. zu wissen, Graskopf. Danke für deine Anmerkung. Bitte, bitte. Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig fahren? Ja, weil die sich durch die Nicht Kolonne, Kolonne. Man immer diese Kolonnen fragen. Weil die Sicht durch die Kurve behindert ist, weil. Du musst schon selber lachen, oder? Ja, aber weil die Sicht ist behindert, also Ja, rückwärts. eben. Weil behindert ist sie. Nein, weil die Fahrbahn durch den falsch geparkten PKW verengt ist, weil die Fahrbahn glatt ist. Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall alles schon mal Ja, ankreuzbar also und auch ankreuzbar ich denke müssen, mal, so. es wird Ich weiß schon nicht, so wie das sein richtig soll. sein und da gehen wir mal zur nächsten Frage. Mit welchem Verhalten von Kindern müssen Sie an Zebrastreifen rechnen? Oh. Sie schätzen Geschwindigkeiten und Entfernung Herannahmen der Fahrzeuge immer richtig ein und warten am Fahrbahnrand. Das Wäre schön, müsste wenn es eigentlich so richtig wäre. sein. Ja, theoretisch, Theoretisch. also es sollte richtig sein, aber es ist leider nicht richtig, denn sie laufen auf den Zebrastreifen, ohne auf den Verkehr zu achten, und sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem Zebrastreifen um und laufen zurück. Genau, so hätte ich das jetzt auch gesagt. Ja, muss Und dann man. drücken wir mal weiter. So, in welchen Fällen müssen Sie an einem Zebrastreifen besonders vorsichtig heranfahren? Wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen? Wenn ein anderes Fahrzeug bereits vor dem Zebrastreifen wartet, wenn die Sicht auf den Zebrastreifen behindert ist. Ich glaube, wir sind ganz schön viele behinderte Wörter oder Leute mit im Spiel. Ja, ich glaube auch. Mit dem Spiel vor Da allem. hatte ich mal, ich weiß nicht, wenn das jetzt hier kommt, wäre das richtig geil, denn dann hätten wir wirklich was zum Lachen. Denn da gab es mal eine Frage mit so einem Blinden. Und zwar Ja, wegen. Blickkontakt Ja, aufnehmen, ne? Ja. oder, ja, da stand auch noch, da stand halt dabei, wie verhält man sich da eben richtig. Und da stand halt eben auch noch da, dass bei zu hohem, wenn man einen Bass anhat, kann man den wirklich dadurch irritieren. Ja, das ist aber auch Ja, richtig. eben. Ja, das ist Gut, logisch, das mit dem ja, klar. Blickkontakt, da musste ich mich eigentlich mehr noch zu eiern, aber Ja, Blickkontakt zu klar. einem Blinden aufbauen, ich meine, man kann es versuchen. Kann man machen. Ich habe eine Nachricht bekommen. Oh. So, warum ist rechtzeitiges Bremsen beim Annähern an Zebrastreifen besonders wichtig? Und wir haben aber viele Ja, Zebrastreifen die wissen, fahren was sie sein. wollen. Oh, ich habe gerade was getrunken, Entschuldigung. Damit Auffahrunfälle vermieden werden, damit die Räder blockieren, damit Fußgänger nicht erschreckt oder verunsichert werden. Ja. Ja. Genauso würde ich das machen, ja. Ich sehe schon, like. Ich hab übrigens meine Theorie mit null Fehlerpunkten bestanden, wollte ich mal so Also, sagen. das wäre auch mein Ziel, da auch 0 Punkte da rauszugehen oder überhaupt einfach zu bestehen. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, ich bin dein Ja, Vorbild. Ich bin Graskopf dein ist mein Vorbild, ist doch klar, ne? blendendes Vorbild. Ich weiß gar nicht, wie ich es noch beschreiben Ja, soll, aber sicher. schöner geht's gar nicht. So. Verstehe. Nein, das So, jetzt. das weiß ich So. auch schon, aber ich lese trotzdem mal die Frage. Welche Fahrlinien müssen Sie einhalten? Die rechte oder die Also, ich würde linke? sagen, die rechte. Das ist richtig, denn da steht kein Oh, Einbahnstraßenschild ich rechts. liebe dich. Ja. Oh, nee. Also, Köstlich. Was hast du denn? freundschaftlich. So, dann gehen wir mal Ja. zur nächsten Frage. Zu welchem Zweck darf die Keine Sorge, Hupe ich weiß es. außerorts benutzt werden? Als Rufzeichen, als Warnsignal, als Überholsignal. Okay. Also ja, die Hupe außerorts als Warnsignal und als Überholsignal. Ja, außerorts muss ich sagen, ist das richtig. Warte. Ja, Ja, weil ist richtig. innerorts Ja. ist es ja Gut. falsch mit Überholsignal. Innerorts darf man es nicht als Genau, Überholsignal verwenden. genau, Nein. genau. Genauso ist es, So, dann ja. gehen wir mal weiter. Du kennst.
Ich auch So, wieder. nach welcher. Oh, das wird jetzt interessant hier. Nach welcher Faustformel. Warte, warte, man sieht mir gerade, warte mal, bei mir sieht man eine Bildschirmübertragung. Okay, ich. Start die noch mal bitte Ich starte die neu. Bildschirmübertragung nochmal für dich neu. Das ist sehr nett. Warte. Jetzt bin ich hier mitten in der Aufnahme, mein tolles Bild. Okay. Siehst du wieder was? Ja, ich sehe Gut. es. Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Weg in Metern ermitteln, den ein Fahrzeug in einer Sekunde zurücklegt? Geschwindigkeit kmh durch 10 mal Geschwindigkeit kmh durch 10. Geschwindigkeit in kmh durch 10 mal 3. Geschwindigkeit in kmh durch 10 mal 5. So, darf ich dir mal was sagen? Hä? Ich habe keine Ahnung. Okay. Und ich bin ganz Ne, den ehrlich. ein Fahrzeug in einer Sekunde. Oh. In einer Sekunde? Also Darf ich die dir mal einen normale Tipp geben? Berechnung für den Meter, also für den hier Weg, Meter, also normal, für der normale Bremsweg ist das erste. So, in einer Sekunde. Der ist das Erste, bist du Ja, sicher? das erste ist der normale Weg und ich würde aber sagen, das ist das hier, denn damit berechnet man die Reaktionszeit. Und du reagierst ja in dieser einen Sekunde. Deswegen würde ich sagen. Ach so, ja, dann ist es Ja, logisch, weil es ja. ist. Aber ich muss dazu noch mal zusagen, in der Prüfung hatte ich echt genauso eine blöde Faustformelfrage und da war tatsächlich die richtige Antwortmöglichkeit die erste. Und ich habe einfach gesagt, das Längste muss richtig sein, es war auch richtig. Ne? Also das war auch wirklich eine Frage, da habe ich dann geraten und es war richtig. Aber ich kann dir gerade nicht mehr sagen, wie die Frage hieß. Das ist jetzt schon Ja, zu lange her. wenn das nach dem Komma jetzt nicht wäre, hätte ich auch das erste genommen. Aber steht er da in einer Sekunde zurücklegt? Ich weiß ja nicht. Ja, ich glaube dir jetzt mal. Ich hätte jetzt das erste genommen oder ich vertraue dir jetzt einfach. Ich habe keinen Plan bei Es kann diesen schon scheiß Faustformeln. sein, denn ein Fahrzeug in einer Sekunde. Das irritiert mich ja so, weil in Ja. einer Sekunde. Warte mal, warte mal. Wenn du mit, gehen wir mal davon aus, du fährst 50 km/h. Genau. 50 km/h durch 10, das habe ich übrigens auch in der Prüfung gemacht. Ich saß dann die ganze Zeit im PC und habe gerechnet und es kam kein vernünftiges Ergebnis raus. Also das wären dann 50 durch 10 sind 5, mal 3 sind 30. Ist das Da richtig? 30 Meter kann schon hinkommen. Das andere wäre dann. Das kann hinkommen. Warte, jetzt machen wir mal 50 durch 10 sind 5, Na, mal 5 mal 5 sind 50 25. durch 10 sind 25. Sind 25 Meter. Ah. Oder eben doch wieder 25 Meter. Hä? Da unten ist genau das gleiche. Ja gut, aber nur bei 50. Gut, ja. Also ich hätte jetzt auch, also ist es, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Das ist so eine Frage, die mag ich nicht. Naja, das ist schwierig, ja, aber. Ich hätte jetzt entweder zu deinem oder zu dem ersten Plan, hintendiert. Ich glaube, es ist richtig war. Ich bin mir sogar sicher, dass deins richtig ist. Das erste war, glaube ich, der Das ist der Bremsweg oder Bremsweg, so. genau, das ist der Bremsweg. Das andere, das zweite ist der Reaktionsweg. Und ich würde Ja, sagen, dann muss das das richtig sein. letzte Ja, ist dann dieser ist das komische richtig. andere Weg da. Das haben wir aber, glaube ich, nicht in der Prüfung mit drin, das Ding, oder ich weiß nicht, ich glaube nicht. Eins Reaktionsweg plus Bremsweg vielleicht. Nee, Komplett. Egal, egal. So, nächste Frage. Gut, Jetzt ist okay, ich gut. würde sagen, ja, es geht weiter mit der ganzen Geschichte hier. So, Sie sind in Ja. einem Verkehrsstau und müssen warten. Vor Ihnen befindet sich ein Fußgängerüberweg. Wie verhalten Sie sich? Aufschließen und auf dem Überweg warten, um den Stau zu verkürzen. Überweg freilassen. Aufschließen und auf dem Überweg warten, wenn keine Fußgänger zu sehen Also, ich sind. denke mal, Überweg freilassen. Auf jeden Fall, auf Und jeden Fall. außerdem ist ja das Gute auch, du siehst ja dann auch deine Fehler am Ende noch. Und wenn nicht, dann. Genau, also die werden wir dann Wenn auch nicht, sehen, dann. falls wir Ja, Fehler eben, machen. wenn wir jetzt nicht bestehen sollten,
dann hätten wir immer noch was dazugelernt und dann wüssten wir, oder jedenfalls ich zumindest, dass dann. Wir machen das, wir machen da, ich würde sagen, wir machen so lange Folgen, bis wir wirklich auch die Fehlerpunkte weg haben. Oder wenigstens Also ich denke bestanden mal, wir haben. werden, ich denke mal, wir werden bestehen, würde ich jetzt sagen. Ja, denke ich So. auch, weil ich habe ja das alles ja schon bestanden hinter Welches mir. Verhalten ist richtig? Ich muss. Ja, dann rate Ja, mal. du musst lesen. Ja, ach so. Ja, dann rate mal. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. So, den Bus fahren lassen, also durchfahren lassen. Zunächst an der Haltelinie halten, den Radfahrer durchfahren lassen. So. Es ist alles richtig, Ja, es stimmt, der ist Bus, alles den darf man, richtig. den müssen wir ja auch noch durchlassen. Ja, du musst ja sowieso warten. Und du biegst ja auch links ab. Das heißt, du hast keine Vorfahrt. Das ist genau completo richtigo. Ja, klar muss ich warten. Achso, welches Verhalten ist richtig? Ich muss warten. Ich darf vor dem Motorrad die Kreuzung überqueren. Okay, ich Ja, ist muss richtig, warten. klar. Brauche ich gar Ja, bei nichts zu solchen sagen. kurzen Dingern, das ist immer so. Was? Bei dir sind 27 Grad draußen? Hä? Ja, links oben. Das kann sein. Alter, wir haben 12 Grad. Nein, nein, also ich weiß nicht mehr, ob 27 jetzt noch der Wahrheit entspricht, aber. Das glaubst du ja nicht, aber egal. Die anderen sehen das ja Ja, gerade der hat jetzt nicht, nichts also. damit. Ja. Da ist so Google, ihr kennt das bestimmt hier, die. Ja, hier diese Wetteranzeige beim Computer hier so, ja. Ja, 27 Grad, das ist schon. Genau. Okay, ja gut. Wir kommen wieder auf das Ja. Geschehen hier wieder zurück. Welches Verhalten ist richtig? Ja, der Radfahrer muss warten, ich muss warten. Also wenn man jetzt ganz schlau einfach sagen, dass ich warten muss. Ja, das ist auch Der so. Radfahrer weiß zwar gar nicht, was er machen muss, aber ich denke mal, ich muss warten. Von daher. Du musst warten, auf Ich jeden meine, Fall. Der schon sowieso, weil der Radfahrer ja er fährt abbiegen will. sowieso durch, egal ob ich weiterfahren würde. Eben, eben, das ist ja das Problem. Ich meine, ich bin ja ein sehr, sehr, ein sehr, sehr verkehrsbewusster Fahrradfahrer, Das ne? ist auch schön, dass sowas braucht man. Ja, extra nicht, ich fahre ja extra nicht mehr auf der Straße, sondern fahre lieber die Umwege, damit ich da ein bisschen durchraschen kann. Das ist natürlich, Ja. du denkst mit, also kann dir keiner übel nehmen. So, Nee, auf jeden wie Fall nicht. verhalten Sie. Außer Ja, naja, die gut. Ach, die Füße. Bams sind Die so sind dann umgefahren manchmal vor und. vor dem Lenkrad. Ja, das geht schon mal, wenn du N so mal vor dir liegen hast. Das macht man nichts. Da fährt man einfach Ja, weiter. das ist auch okay. Ja. Gute Ja, Versicherung, eben. ne? Sagst halt, der darf dir das Fahrrad Leute, bezahlen. das war Ironie, wollte ich nur gerade mal sagen. Naja, ich. Nicht, dass sie das jetzt mir echt glauben, Nein, nein, das nein, tun die nein, wirklich nein, nein, irgendwann. natürlich nicht. Okay. Ja, gut. Wie verhalten Sie. Achso, warte, ich muss. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Moment, du fliegst gerade. Hörst du mich Ja? flüssig? Ich höre dich. Hallo? Hörst du mich Ja, so flüssig? relativ eigentlich schon. Oh, das ist gut. Sie haben Vorrang vor dem Gegenverkehr. Sie müssen dem Gegenverkehr Vorrang gewähren. Sie dürfen nicht abbiegen. Ja, das würde ich sagen, ist Eiskalt richtig. schon mal angekreuzt. So. Ja, das ist auch Ja, richtig. müsste. Mehr ist es nicht. Müsste stimmen. Was ist außerorts auf Fahrbahnstraßen erlaubt? Rauchen? Nein, Scherz. Nein, natürlich, hier. Parken auf der Fahrbahn, parken auf den Seitenstreifen, halten am rechten Fahrbahnrand. Also ich würde mal sagen, parken auf der, nee, nicht auf der, warte mal, doch, Da auf nee, warte mal, keinen Fall. aber Da auf dem auf keinen Fall. Seitenstreifen. Ja, auf dem Seitenstreifen darf man parken und Ja, halten. doch, oder? Kann man halten? Halt am rechten Fahrbahnrand. Ich weiß jetzt nicht, ich bin mir gerade nicht sicher, ob die jetzt damit den Seitenstreifen meinen oder nicht. Ich meine, es müsste, es ist nicht erlaubt, glaube ich. Aber ich kann mich da super täuschen. Halten am rechten Fahrbahnrand. Naja, einfach rechts ranfahren. Und dann. Ja, wenn man rechts auf den Seitenstreifen fährt, dann ist das erlaubt, ja. Aber wenn kein Seitenstreifen da ist, dann darf man das natürlich nicht. Aber er hält ja nur, er parkt ja nicht.
Ja, kreuz mal Es anders mit. müsste eigentlich, Mahlzeit. denke ich mal, richtig sein. Und wenn nicht, dann. Ja, sonst haben wir drei Sonst haben wir Punkte. Ja. 3 Punkte in Flensburg. Genau, das hätte ich jetzt auch so Eben. gesagt. Was weist auf überhöhten Kraftstoffverbrauch wegen starken Verschleiß oder falscher Einstellung des Motors hin? Starker, dunkler Auspuffqualm. Kondenswasser, das auf dem Auspuff kommt. Ja, ich meine, es wäre das gewesen, ja, Nee, genau. Kondenswasser war, das War war was was anderes, anderes. ne? Das ist, ja. Schreibt's in die Kommentare. Nein. Schreibt's in die Kommentare. Was denkt ihr? Was ist, wenn Kondenswasser aus dem Auspuff kommt? Was ist Ja, das? schreibt's Was einfach ist das, rein, wenn schreibt's was da einfach rein. rauskommt? Also ich glaube, ich weiß es, aber das kann man ja mal so den Leuten stellen, wenn das mal einer vielleicht sich mal anguckt, irgendeiner hier, dann. Ja, finde ich auch. Joa. Jetzt kommen wir zum Ja. B-Fragen. Ja. Sozusagen, ihr habt den Grundstoff am Anfang. Und danach kommen dann die B-Fragen. Das sind so mehr so die technischen Fragen halt eben. Die Also. Zusatzfragen, die man vor allen Dingen für den Autoführerschein braucht. Nee, und auch, da sind auch die ganzen Anhängerfragen und so bei, die man Ganz braucht. genau. So, bei nächtlichen Discofahrten junger Fahrer kommt es häufig zu schweren Unfällen. Welche Ursachen können dabei eine besondere Rolle spielen? Ah, oh, Entschuldigung. Zu schnelles und riskantes Fahren, um zu imponieren. Zögerliches Fahren aus Rücksicht auf die Gruppe. Ausgelassenheit, Übermut und Leichtsinn. Joa, weil ich glaube, der wird keine Rücksicht auf die Gruppe da nehmen, so. Alex fragt, ob wir gerade gleich aufnehmen. Ja, da kannst du mal schreiben, dass wir gerade mitten in einer Aufnahme sind. Ja, ich hab gesagt, ja, jetzt gleich. So, okay, weiter geht's. Wir haben ja nur noch 9 Fragen. Dann nehmen wir Minecraft auf. Heute aufnehmen hat er mir jetzt auch gerade geschrieben. So. Wieso lache ich so, Schatze? Sie fahren im Stadtverkehr auf trockener Fahrbahn in einer Kolonne, die sich mit einer Ja. Geschwindigkeit von 50 km/h bewegt. Welchen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug müssen Sie mindestens einhalten? 15 Meter, so viel ich weiß. 3 PKW-Längen? Es könnte auch sein, dass es 2 sind. Ich hätte 3 gesagt. Warte mal. Ja, Sie vom Stadtverkehr und trocken davon. Schreibt jetzt nicht, was er geschrieben hat. Aber warte mal, das ist ja im Stadtverkehr. Moment, das müssen 2 PKW-Längen sein, glaube ich. Ich bin mir aber Bei überhaupt nicht 50 km/h sicher. hätte ich aber fast auch eine PKW-Länge. Nee, eine auf keinen Eine auf Fall. keinen Fall. Gut, also, Ja. aber 5, nee, also 3 PKW, das ist mir dann doch, nee. Aber okay, zwei. Nee, ist okay, ist okay. Ich Nee, unterstütze dich da. also 2, ja. Das ist richtig, Gucken wir glaube ich. mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, Wann müssen nachher. Sie auch So. am Tage mit Abendlicht fahren? Es ist immer noch Ablendlicht. Ablendlicht, hallo. Ablendlicht? Achso, Das bei ist Erhe. nicht. Warte jetzt mal. Das ist nicht Ablicht. Bei So, erheblicher bei Sichtbehinderung erheblicher durch. Sicht. Schädel oder Schneefall. Geschlagene Windschutzscheibe. Okay. Regen. Regen. Also, Entschuldigung, aber das Regen, das Nebel oder Schneefall kam gerade echt zu geil. Okay. Ja? Okay. Regen. So ist Regen. richtig. Ja, und wenn man die Windschutzscheibe beschlagen hat, dann nützt das ja Ja, das nichts. sieht man da So. so oder so nichts. Wie schnell darf Ja. ein LKW, ich fahre kein LKW. Okay, wie schnell darf ein Ist egal. LKW mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 Tonnen an einem Anhänger auf Autobahn höchstens fahren? Antwort, Es sind Doppelpunkt, 80. geben Sie bitte eine Zahl an. 80. Ja, ich war noch nicht 80. Weißt fertig. du Was? warum? Alle Anhängerfragen, die es in dem Fragebogen gibt, sind immer mit 80 km/h Und zu du hast beantworten. vollkommen recht. Und wenn das jetzt falsch ist, dann lache ich. Warum hast du gelacht? Ey. Entschuldigung.
Okay. Wie sichert man ein PKW mit Schaltgetriebe am Berg gegen Wegrollen? Schalthebel in Leerlaufstellung bringen. Feststellbremse betätigen. Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen. Ja, so muss es sein, glaube ich, ja. Ich hab Ahnung, Junge. So. Sie Ja. wollen Urlaubsgepäck auf dem Dach ihres vollbesetzten PKW mitnehmen. Wodurch wird die Dachlast begrenzt? Durch die Angaben über die Dachlast im Fahrzeugschein, durch die zulässige Gesamtmasse des PKW, durch die Angaben des Fahrzeugherstellers in der Betriebsanleitung. Boah, wird mir schon ganz schlecht von den ganzen Ja, das Fragen. ist viel, aber ja. Eins und zwei ist Eben. richtig, soviel ich Also weiß. drei, Aber nee. du... Nee, Nee. eins und zwei ist schon richtig. Darf ich mal sagen, ich habe einen Tag vor der Prüfung tatsächlich 20 oder 25 dieser Bögen gemacht und habe davon dann auch wirklich fast alle mit 0 Fehlern bestanden. Manche dann mit 6 auch teilweise oder 3, also eine Frage oder zwei Fragen falsch. Aber es war dann am Ende so 0 Fehlerpunkte in der Prüfung, das war dann ganz angenehm. Ja, Ja, weiter geht's. das ist auch richtig so. Also ich werde dann auch, also ich habe jetzt auch schon einige Male Das musst gepaukt, du machen. sowieso. Man merkt es ja, sonst würde ich ja hier gar nicht durchblicken. Das stimmt. Aber an sich habe ich auch schon sehr oft geübt und hoffe bei der Theorie, oder davor vor der Theorie, werde ich auch nochmal mich hinsetzen und dann Da stundenlang musst du auch. das in mich reinhämmern. So, hinter einem LKW hat sich eine PKW-Kolonne gebildet. Welcher PKW sollte zuerst überholen? Der letzte PKW der Fahrzeugkolonne, der erste PKW hinter dem LKW. Also Das ist normalerweise ja der erste letztlich. PKW hinter dem LKW. Auf jeden Fall musst du das Sonst wäre es ja ankreuzen, da ganz ist es schön nicht. hardcore. Hardcore ist es sowieso immer, das kommt immer. Hardcore. Das kann ich dir schon mal sagen. Fahrzeugfahren ist Ja, das ist Hardcore. ein Abenteuer. Aber sowas von ein Abenteuer, das glaubt man manchmal echt nicht. Tja, man weiß nie, was auf einen zukommt. Das Ihr stimmt. Fahrzeug hat Heckscheibenheizung und beheizbare Außenspiegel. Oh mein Gott, ist das geil. Wie müssen Sie sich vor dem Losfahren, was müssen Sie vor dem Losfahren tun, wenn das Fahrzeug vereist ist? Eis entfernen vom Glasschiebedach, von Heckscheibe und Außenspiegeln, von Front- und Seitenscheiben. Ja, vom Glasschiebedach muss kein Eis entfernt werden. Das weiß ich. Ja, Der Rest, ja. genau. Ich meine, wer dann das Schiebedach aufmacht, der kriegt erstmal eine schöne Packung entgegen, aber das ist ja. Macht ja dann. Die vorletzte Frage, mein Lieber. Oh ja! Worauf weisen Sie Mitfahrer vor dem Aussteigen hin? Darauf, dass. Vorsicht! Darauf, dass. Vorsicht, da ist Bordstein! Darauf das, darauf das, darauf das. Beim Aussteigen an Radwegen Radfahrer wartepflichtig sind. Beim Aussteigen nach links fließender Verkehr zu beachten ist. Man beim Aussteigen nach rechts auf Fußgänger achten muss. So, beim Aussteigen an Radwegen Radfahrer wartepflicht sind es Zwei. falsch. So, beim Aussteigen nach links der fließende Verkehr zu beachten ist natürlich klar. Beim Ja, Aussteigen nach sicher. rechts auf die Fußgänger, naja, muss man auch achten. Ja, weil sonst kriegt ihr die Tür vom Kopf und das will man ja auch nicht. Bam! Stell dir vor, machst auf und die fliegt Oh. gegen den Gartenzaun oder sowas. Das ist mir aber auch noch nicht Also passiert. entweder du entschuldigst dich dann bei der oder singst Maschendrahtzaun in the morning. Ja, das kann man auch sein. So, Okay. oh Letzte mein Gott! Frage. Welche besondere Eigenschaften von Das hat sich falsch angehört, wollte ich nur mal sagen. Oh mein Gott! Welche besonderen So. Eigenschaften von Scheibenbremsen müssen Sie bei nasser Fahrbahn berücksichtigen? Die Wirkung von Scheibenbremsen setzt in der Regel früher ein als auf trockener Fahrbahn. Die Wirkung von Oh nein! Scheibenbremsen setzt setzt in der Regel später ein als auf trockener Also ich denke Fahrbahn. mal zweitens, oder? Ja, ist auf jeden Oh Fall mein so, Gott, ja. jetzt kommt gleich das Knülle-Ergebnis. Oh, Hey! Und 7 in der. Wir haben Ah, super. bestanden! Mit Bestanden, sieben jawoll! Fehlerpunkten vor uns hatten wir drei.
Naja, wir waren auch ziemlich lustig, aber gut. Nein, 7 Fehlerpunkte, schön. Müssen wir nicht gleich nochmal was aufnehmen? Guck aber jetzt die falschen Antworten Ach an. so, ja, Leute, so, gucken wir mal, was wir denn falsch gemacht haben. Wusstet ihr, dass das falsch war? Siehst du, sag ich doch, 3 PKW-Längen. Ich sag's dir auch noch. Ich sag's dir auch noch. Ja gut, das nächste Mal werde ich mehr auf deine, auf deinen, na gut, das mit der Reaktionszeit war ja auch von mir richtig vor uns, aber doch, da hattest du jetzt recht diesmal. Doch, da hattest du. Ja, mach weiter. War denn die Formel wenigstens? Die Formel Ja, die war Formel war richtig, richtig, die ne? ich angekreuzt hatte. Okay, cool. Okay, weiter geht's. Die Okay, nächste. gut. Was haben wir noch? Wir werden schlauer. Und, also Ach, doch in der Betriebsanleitung. Ich hätte aber. das hast du Was habe weggemacht. ich weggemacht? Ah, nee, nee, doch Nee, nee. nicht. Der, Also es nee. steht jetzt nicht im De Fahrzeugschein, sondern dann eben in der Betriebsanleitung. Okay, ich hätte gedacht im okay, Fahrzeugschein. gut. Da hatte ich. Ja, gut, da kann man ja mal falsch machen. Okay, also ja, somit war es das eigentlich soweit jetzt. Ich hoffe, euch hat unser Fahrschultest gefallen. Kleines. Ja. Also uns hat es auf jeden Fall Ja, Spaß doch, also gemacht das war und so eine ganz spontane Idee, rück. weil wir schon vorher nochmal aus Spaß was Ja. gemacht hatten hier. Genau, und drück dem Max die Ja, Daumen hier ja, und den Happy ja, Gong. ja! Drück ihm die Daumen, er wird es hoffentlich dann auch Er schaffen. muss. Und dann kommt er mal irgendwo angefahren mit seinem Oh Auto dann, ja. ne? Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mal sehen, ob wir hier nochmal so was machen oder nicht. Ja, und jeder Egal. macht ja mal Fehler. Hauptsache, weil sonst beim nächsten Video, beim nächsten Minecraft Let's Play oder sonst irgendwo, ne? Ja, doch, ich muss sagen, ja, macht's gut, Leute, und ich freue mich auf weiteres Zusammenarbeiten mit dem Graskopf und weiteren Leuten hier. Ja. Und ja, Videos werden, denke ich mal, auch sicherlich, was wird als nächstes kommen? In, ja. Vielleicht entweder mal wieder Bioshock oder Prince of Persia. Jo, haut rein, Macht's Leute. gut. Ciao. Ciao.